Ja? Mache deine Berufung fest. Ja? Es ist ganz entscheidend. Mache deine Berufung fest. Es ist so wichtig in unserem Leben. Ja? Das ist der Samuel, der war noch ein bisschen kleiner, ist noch gar nicht lang her, 2016. Heute ist er größer wie ich. So schnell geht das. Aber da hat er sich auch ein bisschen klein gemacht. Ja? Okay? Das Wort steht also hier, um es besser lesen zu können, in Römer 8, 28 bis 30. Ja? Hier werden wir also aufgefordert. Wir sind berufen, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, das ist euch allen klar. Ja? Wir sind dazu berufen, in sein Bild, in seine Prägung verwandelt zu werden. Ja? Und das ist ganz wichtig. Ja? Hier sagt also Paulus den Römern und den Trierern und den Merzigern, ja? Es sind ein paar Merziger auch von uns da, ja? Einfach schön, dass sie uns begleitet haben. Ja? Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Ja? Alles liegt denen zum Besten, die Gott lieben, das kennen wir alle. Ne? Ja? Aber dann geht es auch weiter. Ja? Alles, was geschieht, zum Guten, dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Amen. Damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wenn Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Ja, versteht ihr das? Ja? Wenn du berufen bist, erwählt von Gott, dann bist du dazu berufen und erwählt, Jesus ähnlich zu werden. Er ist der Erstgeborene von den Brüdern. Ja? Ja, und so sind wir auch mit ihm, haben wir Anteil an ihm. An seinem Erbe haben wir Anteil. An seiner Herrlichkeit haben wir Anteil. Ja? Wir sind königliche Priester und königliche Priesterinnen, wenn wir wiedergeboren sind aus Wasser und Geist. Ja? Und das dürfen wir wissen. Ja? Wir sind Gottes auserwähltes Geschlecht. Wir sind das heilige Volk. Wir sind die königliche Priesterschaft. Und wir sollen das tun, was Jesus getan hat. Oh, das war Hammer, oder? Das ist viel, das ist hart, das ist Jesus hat also die Toten auch erweckt, ja? Und hat die Kranken geheilt, alles, was ihm vor die Füße gelaufen ist. Er ist ihnen begegnet. Und dann sagt doch Jesus, unverschämterweise, will ich mal sagen, zu uns, tut ihr es ebenso. Ja? Er traut uns das zu. Das ist der Hammer. Er traut uns das zu. Und ich glaube, wenn wir glauben, dann kann es geschehen. Dann kann es geschehen und dann wird es geschehen. Ja? Schauen wir uns noch mehr zu der Berufung an. Okay? Es ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir fokussiert leben. Ja? Christen leben fokussiert in ihrer himmlischen Berufung. Sie kennen ihre Identität, sie wissen, welche Stellung sie in Christus haben. Und sie leben daraus, sie wandeln darin. Ja? Man sagt immer, ihr sollt fliegen wie ein Adler und nicht watscheln wie eine Ente. Ihr seid zum Fliegen bestimmt. Ja? Geistlich zu fliegen, das heißt nicht Überflieger zu sein, die hochmütig und stolz sind, sondern die anfangen, den Verheißungen Gottes zu glauben. Ja? Heute habe ich mein Tablet dabei, nicht die Bibel, aber es ist ja wie eine Bibel. Ja? Die Verheißungen, die er sagt, zu glauben. Ja? Paulus sagt es hier so den Ephesern und somit auch uns in Epheser 4, 1 und 2. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut und Geduld. Ja? Also ihr sagt, lebt das, ihr Lieben. Glaubt das, lebt das aus. Das ist eure Bestimmung, das ist eure Berufung. Ja? Lebt würdig der Berufung. Ihr seid Gottes Kinder, ihr seid Königskinder. Tut das, was ich euch sage. Und das ist entscheidend, ja. Es ist nicht entscheidend, ob wir alles wissen. Sondern es ist entscheidend, dass wir das, was wir wissen, umsetzen. Ja? Glaube fängt dort an. Glaube ist ja auch, dass ich sein Wort lese, darüber nachsinne und es dann tue. Und beim Tun fängt es erst an. Beim Tun merke ich erst, es greift. Es stimmt, was der Herr sagt. Ja, das Wort ist wahr.
Ich habe es erlebt. Und dann ist es, wow, es geht. Da geschieht mehr, okay? Ja, Petrus sagt es auch. Petrus, hier im 2. Petrusbrief 1, 10 und 11, er gibt uns hier auch eine Mahnung zum christlichen Leben, auch in Bezug zur Berufung. Ja? Darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch, umso eifriger eure Berufung und eure Erwählung festzumachen. Das ist ganz wichtig als Christen. Habe ich Heilsgewissheit? Weiß ich, meine Sünden sind mir vergeben? Hat Gottes Geist deinem Geist das Zeugnis gegeben, dass du ein Gotteskind bist? Weißt du, dass du reingewaschen bist durch sein Blut, befreit von Sünde und Schuld? Ja? Das ist wichtig, dass man das weiß. Und wenn nicht, dann mach noch einmal Buße, Buße und bekenne Jesus deine Sünden und hol ihm wieder dein Herz auf. Und dann geschieht Neues. Ja? Manchmal muss man Buße tun von seinem trotzig stolzen Herzen. Ja? Man muss manchmal wirklich da einen neuen Anfang machen. Und wenn du schon, Herr, ich gehe jetzt 30 Jahre hier meinen Anfang gemacht, auch bin hier getauft worden. Ja? Es ist immer wieder eine Entscheidung, jeden Tag. Herr, ich will mit dir echt gehen. Ich will mit dir gehen und ich will dich erleben. Und ich will mit dir unterwegs sein. Darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch, umso eifriger eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wie schön, wie schön, ja. Und da kann man wirklich so einen Bund auch mit dem Herrn festmachen. Und dann sind wir mit ihm verwurzelt, okay? Gegründet und verwurzelt mit ihm. Das ist so entscheidend auch. Ja? Wie diese Baum am Wasser steht, die ziehen sich die Kraft aus dem Wasser. Und so sollen wir es auch tun, ja? Wir sollen sein wie dieser Baum, der sich alle Kraft auch zum Leben aus dem Wasser zieht, ja? Um besser zu lesen zu können, gehen wir weiter. Christen sind einfach mit Christus verwurzelt und verbunden. Ihr kennt alle den Psalm 1, ja? Psalm 1, 1 bis 3, die Liebe zum Wort führt zum Segen. Ja, die Hoffnung für alle Übersetzung sagt es so, glücklich ist, wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt, wer nicht den Sündern, auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen. Ja? Spötterer und Lästerer, entziehe dich von denen, ja? Die immer spotten und lästern auch über deinen Glauben, mit denen musst du keine Gemeinschaft haben. Ja? Jesus sagt, werf die Perlen nicht vor die Säue. Ja? Es hat damit zu tun, ja? Ihr müsst mit denen keine Gemeinschaft haben. Denn nachher fängt ihr auch noch an zu lästern, zu spotten oder auch zu nörgeln. Ja? Dann fängt ihr doch an mit Murren und Nörgeln. Der Herr konnte sie nicht ins verheißene Land reinkommen lassen, weil sie genörgelt und gemurrt haben. Ja? Lesen wir weiter hier. Ja? Sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht, ja? Sieg in den Gedanken. Was sagt das Wort darüber? In meiner Lebenssituation. Was sagt das Wort zu dem Thema, zu dem Thema? Nur Christen, die das Wort kennen, können prüfen, können unterscheiden und können sich für das Richtige entscheiden. Ist wichtig. Er ist wieder ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Wann gelingt es? Wenn wir es in unserem Leben umsetzen. Wenn wir es echt umsetzen, okay? Dann sind wir wie Paulus. Paulus drückt es hier so aus, er war ja ein Vorbild in dem, wie er fokussiert war in seiner Berufung, in dem, was der Herr als Plan für ihn hatte. Ja? Am Ende seines Lebens sagt er noch hier in Philipper 3, 13 bis 17, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ja? Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir sehen und erreicht haben,
Darin lasst uns auch leben. Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ja, interessant. Nachzujagen im vorgestreckten Ziel der himmlischen Berufung, unserer Bestimmung, ja, und da noch mitzuholen, wer sich mitnehmen lässt. Interessant, was er hier sagt. Und nehmt mich zum Vorbild, sagt er. Haben wir als Christen noch den Mut, ein Vorbild zu sein? Das kostet was. Du musst dein Leben ordnen, ein geregeltes Leben führen mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deiner Gemeinde. Du musst bereit sein, transparent zu sein und das zu verinnerlichen, was der Herr sagt. Wir brauchen in Deutschland Vorbilder, wir brauchen Leiter, die bereit sind, in den Riss zu treten und bereit sind, Verantwortung zu tragen. Unser Land leidet an diesen Menschen. Mangel. Das ist traurig. Vielleicht hat der Herr in dir ein Herz, der bereit ist, ein Vorbild zu sein. Hab den Mut. Der Herr will es von uns. Ja, wir sollen Licht und Salz sein. Jetzt kommen wir